Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5 zu einer weiteren Folge der Autobahn-Schandtaten, das Format, bei dem ich einen Wagen nehme und für etwas aufbaue, wofür er sonst nicht so ganz gedacht ist. Und heute werden wir den Ferrari Roma nehmen und diesen mal so ein bisschen querschmeißen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das Ganze funktionieren wird. Ich hatte schon länger mal vor, den Roma nochmal auszupacken. Den haben wir ja das letzte Mal letztes Jahr gesehen tatsächlich, als er überhaupt ins Game gekommen ist. Und ja, deswegen, ich dachte, so einen schicken Drift aus ihm kann man doch mal machen. Wir werden natürlich, wenn ihr Ideen habt, was ich noch mal kann, in dem Format, dann haut es gerne in die Kommentare rein. Wir gehen jetzt rein ins Tuning und gucken mal an, was da so geht. Wir haben Motorsource. Wir haben den Huracan, den 458, den F50 GT und den Enzo. Okay, ich glaube, die beiden sind von der Power her relativ ähnlich, wenn man sie maximal aufbaut. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier hätten wir halt deutlich mehr Drehmoment. Aber auch ein bisschen mehr Gewicht. Ich weiß gerade ehrlicherweise nur nicht, wo der Italia-Motor hingeht. Von der Power. Da bin ich mir ziemlich unsicher. Das müssen wir mal eventuell vergleichen. Müssen wir mal gucken. Warte mal, wir machen jetzt erstmal den Motor ganz kurz. Oh, das ist sehr wenig. Oh, das ist sehr wenig. Ja, nee, das kannst du eigentlich direkt vergessen. Weil die anderen gehen, glaube ich, so Richtung 1200 PS. Das wird der nicht schaffen. Dann gehen wir auf den Enzo-Motor, hätte ich gesagt. Einfach für das Drehmoment. So, Driftreifen. 245er vorne, das werden dann 275er. Und hinten werden es 315er, jo. Das passt doch auf jeden Fall. So, schöne Spurverbreiterung natürlich. Kupplung rein, Getriebe. Das Viergang natürlich. Antriebswelle, Differential. Das kennen wir ja, das Spiel hier. Das ist ja alles wie gehabt. Alles wie immer hier. Gewichtsreduzierung geht auf 1,4 Tonnen. Das ist gut. Überall Käfig kommt natürlich auch mit rein. So, und jetzt Power, wie gesagt, ich glaube, es geht so knapp Richtung 1200-1300 PS. Sofern mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, könnte vielleicht auch ein bisschen weniger sein. Je nachdem, wo der Turbo jetzt noch hingeht. Oh, wobei. Oh, interessant. Gibt nur Anti-Lag. Ja, okay, guck mal. Fast eine Punktlandung. Sehr gut. Ich bin Profi. Ich zeige es nicht immer, aber ich bin manchmal doch Profi. Ab und zu. So. Design brauchen wir natürlich noch. Eine schicke Livery. Warte mal, wir machen das mit direkt so. Das 490p-Design ist natürlich schon cool. Aber Ding, was ist hier denn? Ich habe meine Brille nicht auf, deswegen erkenne ich es nur so halb tatsächlich gerade. Aber das würde ich mir doch gerne mal anschauen. Das sieht von der Farbkombi her sehr interessant aus, definitiv. So orange, grau, ja, doch. Das ist nicht schön gemacht, dass es da hinten so an einer Kante einfach zu Ende geht. Das ist nicht schön gemacht. Das wäre ein cooles Design eigentlich, aber mir gefällt das Heck nicht. Super schade. Das wäre, wie gesagt, ziemlich cool gewesen eigentlich. Anime, natürlich. Entschuldigung. Ich wollte natürlich hier... Ich habe kurz vergessen, dass wir einen Drifter aufbauen. Und dementsprechend auch adäquat fahren sollten. Mein Fehler wird nicht mehr passieren. Vielleicht, mal schauen. So.
Ist aber auch ein cooles Design. Also mir gefallen die Farben. So blau-pink ist, finde ich, echt eine underrated Farbkombi. So. Ja, in der letzten Drift-Folge haben wir so ein bisschen irgendwie, sagen wir, mentale Schwierigkeiten fast gehabt, irgendwo. Weil wir einen Wagen hatten, der potenziell wieder Rekordjäger gewesen wäre, es dann aber doch nicht geschafft hat. Und ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich mir denke, vielleicht bin ich auch einfach mittlerweile an einem persönlichen Limit angekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit dem Roma aussieht. Wenn wir jetzt nochmal eventuell an den Punkt kommen sollten, dass wir einen Wagen haben, wo ich sage, der kann den Rekord holen und schafft es dann trotzdem nicht, da müssen wir echt mal schauen, was wir anders machen können potenziell. Na, das auch steht ihm aber. Immerhin das. Oh Gott, ziemlich schlechter Start. Ja, aber es leidet hier gut rum. Auf jeden Fall. Geht hier doch sehr schön quer. Ich glaube, vom Rekord sind wir noch gut weg. Oder? Jo, 10.000 Punkte. Aber schlecht war es jetzt nicht. Auf jeden Fall der erste Versuch hier. Das auf keinen Fall. Der geht weit raus. Eieiei. Oh, nee. Riesendesaster. Riesendesaster, sag ich euch. Das wäre gar nichts. Das war ja gar nichts. Alright. Ja, das sieht besser aus. Das sieht doch besser aus. Ja. 127.100. 1.700 weg. Okay, dann machen wir noch einen. Da machen wir doch noch einen Versuch in beide Richtungen. Der Rekord könnte fallen. Wenn ich es vernünftig schaffe zu driften, was gerade nicht so ganz der Fall ist, ich drifte wieder viel zu weit innen. Nee, nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Probieren wir es auch mal in die andere. Wenn es das nicht ist, dann ist es so. Das sieht nice aus. Na, Rekord wird's nicht. Schade, schade.
Aber er kommt jetzt auch nicht so vor wie ein Rekordjäger, ehrlicherweise. Also er kommt mir schon vor wie ein sehr guter Drifter, aber wie gesagt, kein Rekordanwärter. Ja, vielleicht täusche ich mich. Vielleicht täusche ich mich. Werden wir sehen. Wenn wir hier jetzt mal geschmeidigst reingehen in die Driftzone. Ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Nasse Fahrbahn. Sollte ja potenziell helfen, ne? Also das wäre halt auch jetzt so ein Ding, dass ich meinen Rekord nur schaffen würde, wenn ich auf Regen warte. Das wäre irgendwie ein bisschen schade. Aber wie gesagt, an sie sollte der ja schon helfen. Solider Start auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt nichts weltbewegend Überragendes. Aber auf einer Skala von 1 bis 10 schon definitiv okay. Ja, hier müssen wir jetzt aus der Kurve raus 400.000 haben. Was wir auch hinkriegen. Also, ja, er ist schon auf der besseren Seite unterwegs. Auf jeden Fall. Er macht sich schon sehr, sehr gut. Ja, und dann einmal die Drift versemmelt und komplett aus dem Rhythmus raus. Nein, nicht eindrehen. Boah, nee, das. Im Mittelteil habe ich es jetzt komplett versemmelt. Das mag er gar nicht. So, diese mittelschnellen Kurven, oder nicht mittelschnell, diese ganz schnellen Kurven, wenn es bergauf geht, sind gar nicht sein. Ich hoffe mal, dass es bergauf ein bisschen angenehmer ist. Ansonsten wird das ziemlich problematisch, da schön durchzukommen. Ja, aber hier kommt er dafür sehr, sehr schön rein. Also den Teil wird er wohl deutlich besser schaffen als den mittleren. Der mittlere ist echt das Problem. Der Rest geht eigentlich. Kollege, du hast da ein bisschen komisch geparkt. Also ich bin jetzt kein Einpark-Experte, aber das ist nicht so optimal, wenn ein Auto in Steinen steht. Habe ich mal gehört. Das gibt ein paar Kratzer. So zwei, drei. Ja, okay. 1.052.000 ist gut bergauf auf jeden Fall. Wobei, mittlerweile ist das ja fast sogar ein Durchschnittswert. Mittlerweile ist das schon 1.050.000 bergauf fast der Standard. Na gut, mal schauen, wie es bergab aussieht. Eieiei.
Sehr weit innen gedriftet. Leicht draufgekommen, aber das ist immer noch okay. Jetzt die Geschwindigkeit behalten, Hinterräder leicht raus. Ja, nee, ein Rekord wird das nicht. Also darf ihn jetzt schon ein paar tausende Punkte. Ja, so 10.000 ungefähr fehlen schon. Für den Rekord. Den wir dann wohl mit einem anderen Auto irgendwann holen müssen. Ich sag euch, irgendwann kommt der S650 Formula Drift Mustang rein. Und der holt dann den Rekord. Also spätestens dann wird er fallen. Vielleicht schaffen wir es vorher noch mit irgendeinem Auto. Der Roma wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber spätestens der S650 von der Türken muss sagen, wie gesagt. Also die siebte Generation vom Mustang. Allerspätestens da wird es passieren, sage ich euch. Ja, aber er fühlt sich doch jetzt super schön an hier. Im Endeffekt. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, ne? Also wenn er sich schon nicht um Rekorde prügeln wird, dann soll er sich zumindest schön driften. Und das tut der Roma safe. Also das ist super clean mit dem Heck. Einfach schön, wie er hier rumkommt. Einfach nur schön, wie er hier rumkommt. Ah, wären es sogar ein paar mehr Punkte, als ich gedacht hätte. Das wären 80.000, oder? Jo, 1.080.000. Okay, ich hätte eher so mit 70 Millionen Punkte, genau. Ich hätte eher so mit 1.070.000 gerechnet, aber das war gut. Das war doch ein sehr viel besserer Run, als ich dachte. Wunderbar. Meine Damen und Herren, das wäre es dann mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.